Servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Brick Force. Ja, werde ich versuchen. Und ja, Alter, mein Mikro ist gerade total laut. Also mir explodieren gerade die Kopfhörer. Nun denn, für alle Leute, die sich jetzt fragen, warum kommt denn jetzt eine Folge? Nun, seid froh, dass Fraps die nicht den Bildschirm aufnimmt, sondern die Grafikkarte selber. Und deswegen werdet ihr nicht die Qualität meines beschissenen Bildschirms sehen. Seid darüber heilfroh, glaubt mir. Weil ich habe hier gerade eine Qualität vor meinen Augen. Da würde sich jeder wünschen zu erblinden, glaubt mir, Leute. Aber das soll jetzt nicht weiter zur Sache dienen. Nämlich, ich möchte mit einem Thema über euch reden. Mit euch reden, nicht über euch reden. Ich verplappere mich direkt schon am Anfang. Ja, nämlich über Hacker Hunter. Nun, es sind jetzt mittlerweile schon drei Videos oben von Hacker Hunter. Und Alter, als erstes mal, wow. Die wurden unglaublich oft geklickt. Also bei dem ersten Video hatte ich noch so gedacht, okay, das ist jetzt nur so, weil das neu ist. Bei dem zweiten Video habe ich dann aber gesehen, oh, okay, es scheint doch euch zu interessieren. Und beim dritten Video habe ich dann gewusst, okay. Ihr scheint das doch zu mögen. Aber ich habe dennoch in den Kommentaren festgestellt, dass sich doch so drei Fraktionen in Sachen Meinung gebildet haben. Die erste Fraktion sozusagen die, die das befürwortet, also die sagt, okay, ist komplett gut. Also ist richtig nice, alles mögliche USW, ne? Die zweite Fraktion, also als erstes mal danke an die Leute, die das unterstützen. Die zweite Fraktion, das sind dann die kleinen Hater-Kiddies. Also ich habe echt richtige Hasskommentare unter diesen Videos gesehen. Da ist auch einer, also da habe ich aber auch echt gesehen, da muss, also die Kommentare, die meisten habe ich auch wieder gelöscht. Deswegen, weil da waren mitunter solche Ausdrücke mit dabei, das fand ich unglaublich. Aber hierbei nochmal großes Lob an meine Community. Also, das war echt unglaublich. Unter einem Kommentar, da waren sechs Antworten oder so. Darauf habe ich dann auch drauf gedrückt und Alter, das fand ich schon echt unglaublich, wie einig ihr euch dort wart, dass sich der Kerl von dem YouTube-Kanal verziehen soll. Wirklich unglaublich großes Lob da an euch, ne? Ich glaube, sehr viele Hacker-Kiddies verstehen das auch gar nicht, dass es Menschen gibt, die Hacker nicht so sehr mögen. Deswegen, die müssen dann damit leben. Nein, ich bin gerade in Aufnahme. Tut mir sehr leid. Deswegen, da wollte gerade schon jemand wieder reinplatzen. Finde ich richtig nice. So, aber das soll jetzt nicht weiter zur Sache stören. So. Ja. Dann, also ich glaube, sehr viele kleine Rage-Kiddies verstehen das auch nicht, dass es doch Menschen gibt, die was gegen Hackers haben, aber hey, also ich muss ziemlich sagen, die Videos wurden verdammt stark gedisliked, also, aber ich glaube, da waren auch sehr viele Doppel-Accounte da, die da bei den Dislikes mit dabei waren. Und die dritte Fraktion, das fand ich überaus interessant, das war eine Fraktion, die fand das gut auf einer Seite, dass ich mich sozusagen jetzt dagegen, dass ich das mache, dass ich das mit den, dass ich jetzt so emsig die Hacker bei dem Support melde und so weiter. Auf der anderen Seite aber haben sie das kritisiert, dass ich das auf YouTube hochgeladen habe, weil das soll ja auch andere Hacker anlocken, weil die dann in die Videos kommen wollen und so weiter und so fort. Als erstes mal vielen Dank für die Leute, die Kritik schreiben, vor allem auch an die, also es haben sich sehr viele da auch sehr freundlich dabei verhalten. Das fand ich auch sehr überraschend. Also es war kein Hate, das war wirklich richtige Kritik. Hier mal wirklich großes Lob an euch. Ja, übrigens dazu, der Hack wird sich immer weiter verbreiten, wenn sich die Community nicht ändert von Brickforce. Deswegen. Aber ich rede ja gerade über euch, deswegen vielen Dank, deswegen. So,
Vielen Dank an die Kritiker. Sowas finde ich immer unglaublich wichtig. Also Kritik ist immer gut und es ist auch immer gut, einen YouTuber vor den Bug zu schießen, damit er drüber nachdenkt, was er macht. Ich habe in dem Fall auch schon den Support gefragt und so weiter und die finden das spitzenmäßig, was ich mache. Also die haben da, die finden das ganz gut. Und ich meine, es gab schon sehr viele Hacker vorher und da werde ich dann auch irgendwann mal gucken, wie ich das dann machen werde, wenn es wirklich so weit ist, dass dann Leute dann tatsächlich nur hacken, nur um das Video zu kommen. Hierbei wollte ich auch sagen, ihr könnt gerne auch so in meine Videos, wir können auch gerne skypen und dabei gleichzeitig ein Video machen. Deswegen. Und ja, Infernum geht es ja auch momentan gar nicht so gut aufgrund der Hacker und momentan bahnt sich ja auch schon wieder eine neue Hackerwelle an. Das ist momentan sehr problematisch. Und ja. Ja, wo war ich stehen geblieben? Auf jeden Fall vielen Dank dabei für die Kritik und so weiter. Was ich aber sagen wollte, ist, leider haben sehr viele Leute meine Videos missverstanden. Viele haben nämlich das als eine Art Format angesehen, was ich nicht, also das ist natürlich nicht schlimm, ne? Deswegen, also das ist natürlich nicht schlimm. Tatsächlich aber sollte es in erster Linie ein Beispiel dafür sein, dass es noch Leute gibt, die was gegen Hacker machen wollen, wie zum Beispiel mich. Und auch für erster Linie sollte das für den Support sein. Für euch ist das, damit ihr einfach nur wisst, welcher Spieler ein Hacker ist. Und ihr dann einfach wisst, aus welchen Räumen ihr dann direkt auch wieder gehen könnt. Also in welchen Räumen ihr gar nicht erst reinjoinen müsst. Deswegen. Also. Insofern. Dann noch. Hierbei möchte ich auch noch erwähnen, das, was ich mache, macht bitte an alle, die ein Aufnahmeprogramm haben, die Screenshots machen können und so weiter und so weiter, macht das. Macht dasselbe wie ich. Schickt dem Support Videos, das hilft denen ungemein weiter. Die haben sich schon mega bei mir dafür bedankt. Also ich habe da wirklich Antworten von denen erhalten. Ja, das fand ich richtig nice von denen. Also die haben sich da richtig dafür bei mir bedankt, was ich mache. Und ich gebe euch jetzt mal kleine Tipps, wie ihr dem Support mit einem Video auch wirklich richtig warte, ich verplappere mich gerade, sorry. Ich gebe euch jetzt mal ein paar kleine Tipps, damit ihr Videos macht, die dem Support auch wirklich richtig weiterhelfen. Erstens, desto länger, desto besser. Nehmt immer, also wirklich, versucht so viel von dem aufzunehmen, was der Hacker macht. Sagt euch nicht, 10 Sekunden reicht schon. Oh Gott, mit drei Google-Accounts, oh jemine. So, dann versucht so gut es geht, den Namen des Hackers einzufangen. Also versucht wirklich beim Hacker zu sein, versucht wirklich, dass man wirklich sieht, ja, wenn hier jemand hackt, der ist dann sowieso im Video, insofern richtig nice. Vielen Dank für die Leute übrigens, die sich freiwillig an die Klinge liefern, deswegen. Und ja, auf jeden Fall noch ganz wichtig in das Ticket. Video reintun und den Namen des Hackers. Es reicht nicht, wenn ihr einfach nur das Video reintut. Das hilft denen nicht sonderlich weiter. Das ist einfach so, es können Missstände da, also Missverständnisse sich dabei bilden. Ja, ich mache gerade Videos, sorry. Es können sich Missstände bilden und so weiter und so fort. Schreibt unbedingt auch den Namen des Hackers ins Ticket und auf jeden Fall sorgt dafür, dass das eine einigermaßen gute Bildqualität ist. Bei Screenshots ist das so, macht am besten nicht nur ein Screenshot, sondern verdammt viele Screenshots. Also am besten so 5, 8 Screenshots am besten machen von unterschiedlichen Situationen und so weiter, wo ihr das dann schickt. Deswegen. What the fuck, der Chat? Egal. Deswegen, also das würde dem Support echt weiterhelfen und desto mehr das machen, desto besser. Weil es ist wirklich so, also Infernum kann sich so viel abmühen, wie er will.
Also die können sich so abmühen, wie sie wollen mit ihrem gegen Hacker. Das Problem liegt momentan wirklich bei der Community, weil, habt ihr euch mal das angeguckt? So viele zerreißen ihr Maul darüber, ne? Oh, die ganzen Hacker entfernen und tut nichts dagegen und so weiter und so fort. Aber selber, niemand macht was dagegen. Wirklich, niemand. Also ich kenne wirklich, also ich persönlich kenne wirklich. Okay, eventuell ein, zwei Leute, die vielleicht einmal ein GM gemeldet haben, aber ich kenne bis jetzt so wirklich niemanden, der richtig ein Ticket gesendet hat. Es muss wirklich, die Leute müssen mal wirklich richtig umdenken bei Brickfast. Es hat keinen Sinn, wenn Infernum versucht, alleine das zu machen. Das werden die nicht hinkriegen, wenn in der Community umgedacht wird. Den Hackern wird wortwörtlich freie Hand gelassen. Also es ist so, als würdet ihr über die Hacker nörgeln, ihr würdet sie aber dulden. Ihr duldet sie sozusagen. Ihr sagt den Hackern sozusagen, okay, ihr seid hier, ja, wortwörtlich, ihr seid hier willkommen. Ihr dürft hier machen, was ihr wollt. So ist das momentan. Deswegen, also das wollte ich jetzt nur mal so in den Raum stellen. Ihr müsst selber auch mal umdenken. Infernum kann das nicht alleine stemmen. Infernum hat so, also wirklich, die haben leider, also die haben wirklich ein richtiges Problem mit Hackern und die können das einfach nicht alleine stemmen. Es hat keinen Sinn, wenn ihr euer Maul drüber zerreißt, aber selber nichts tut. Macht dasselbe wie ich, wirklich tut das und sendet das dem Support, das hilft ihm wirklich weiter. Ja? Keine Ahnung, ich habe den Kerl noch nie in Aktion gesehen bei in Sachen Hacking. Ich habe aber den Kanal PS4 Soccer schon gemeldet. Den, ja? Meldet denen auch YouTube-Kanäle, meldet denen auch Twitter-Accounte, Facebook-Accounte, wo Leute solche Hacks machen. Dann wissen die nämlich schon. Das hilft denen nämlich auch. Dann wissen die nämlich, wer was macht. Unter der Bedingung, wenn ihr denen auch Inhalte da reinschreibt. Es reicht nicht, wenn ihr denen nur den Link schickt oder so. Weil, das geht nicht darum, dass sie zu blöd sind, das zu machen. Nein, es geht darum, die müssen sich selber dagegen absichern. Also, weil wenn die dann auf einmal jemanden aus Missverständnis bannen, aus Versehen, das könnte nämlich ein richtiges Problem bilden. Das Problem ist aber auch, viele wissen gar nicht, worauf bei Big Force Permaban zum Beispiel steht. Erkundigt mal euch im Forum. Ihr werdet überrascht sein, worauf alles Permaban steht. Wirklich, es steht auf sehr viele Dinge Permaban. Ne? Also das ist unglaublich. Also auch auf Dinge, wo ich gar nicht wusste. Also der Support war mir so freundlich und hat mir einen Link aus dem Forum geschickt. Da hat jemand aufgelistet, das war eine Aktualisierung, worauf alles Permaban steht und das finde ich echt unglaublich. Nämlich unter anderem werden auch, wenn ihr hackt, also oder wenn einer eurer Accounte einen Fehler macht, also dass wenn ihr in einem Account einen Fehler macht, welcher auf dem Permaban steht und ich so, wo war ich stehen geblieben? Wo war ich stehen geblieben? Ich habe den Faden verloren. Genau, also wenn ihr mit einem Nebenaccount eine Straftat begeht im Brickforce, auf die Permaban steht, dann wird auch euer Main-Account gebannt. Wollte ich nur mal so sagen. Deswegen, also. Da steht auch euer Main-Account direkt drauf. Da wird dann nicht nur euer Side-Account gebannt, sondern tatsächlich auch euer Main-Account geht da auch mit drauf. Ja, also deswegen wollte ich nur mal so sagen, dass da auch gerne mal der Main-Account mit drauf geht. Da sind die nicht so zipperlich. Aber ich verrecke hier gerade. Obwohl, ich habe gerade eine ganz gute KD. Naja, egal. Deswegen, aber vor allem Dingen. Damit wir, ja, ich sage wirklich wir, damit wir und du vor dem Bildschirm was gegen Hacker machen können, damit Brickforce nicht mehr so hackerverseucht ist, bitte denkt um und übernehmt wirklich mal was. Also macht wirklich, macht keine GMs mehr, sondern sendet denen wirklich Tickets. Ja, wo ihr wirklich Screenshots und Aufnahmen habt. Ihr müsst selber mal umdenken. Es hat keinen Sinn, sich einfach den Maul drüber zu zerreißen. Ne, ich will jetzt niemanden direkt ansprechen, aber schaut euch mal im Chat um, ne? Da ist das häufig so, dass die sich einfach den Maul drüber zerreißen und sonst nichts machen. Und für die Leute, die sagen, ja, die antworten doch eh nie. Wenn ich mir so das Sprechverhalten im Chat angucke,
Ne, da fallen ja häufig Wörter wie Arschloch und so weiter, ne? Und Penner, Hurensohn und so weiter. Wenn ich mir vorstelle, dass das Leute auch so in einem Ticket schreiben, ganz im Ernst, ich würde das nicht, also auf so ein Ticket würde ich als Supporter nicht reagieren. Deswegen, also ich würde da wirklich überhaupt nicht reagieren. Natürlich gibt es dann auch wieder diese Leute, die ja sagen, aber ich war freundlich und hat mir dennoch nicht geantwortet. Also gibt es so viele Leute, die zerreißen sich einfach nur das Maul drüber. Und vor allem, zu guter Letzt, was ich noch sagen möchte. Glaubt nicht den Gerüchten, die Hacker verbreiten. Ich habe erst heute wieder ein Gerücht gehört, dass Brickforce in 1,2 Monaten auf jeden Fall pleite gehen wird. Genau, aber die haben das Tool wieder hingekriegt. Das werden die auf jeden Fall machen, wenn die wissen, dass die in 1,2 Monaten pleite gehen. Das ist auf jeden Fall so. Deswegen, glaubt nicht den Gerüchten, helft wirklich mit, denkt mal wirklich um. Also es hat keinen Sinn, das so zu machen. Ja, wollte ich wirklich mal sagen. Also es hat keinen Sinn, sich nur den Small drüber zu zerreißen. So, damit ciao bis zur nächsten Folge.